Niemand. Der Challenger ist natürlich das Muscle Car schlichthin in Amerika. Also das ist ein Auto, das eigentlich kein zweites Mal gibt. Also jedes Auto ist irgendwie, ne, gibt es noch von anderen Herstellern ein ähnliches Fahrzeug, was gebaut wird. Beim Challenger gibt es das. Das ist ein Fahrzeug, was wirklich noch einzigartig ist. Ein Auto, was mit Respekt behandelt werden muss. Also ein Challenger ist wie eine Frau. Immer mit Respekt behandeln, weil, ne, gehe ich zu scharf, zu hart dran, dann muss ich die Konsequenzen tragen. Aber das ist genau das Schöne, was das Auto ausmacht. Der Lehmann steht, finde ich, für Emotionen amerikanischer Fahrzeuge. Für Qualität, für... Ja, das ist ein besonderes Autohaus. Ne? Also es ist aber nicht vergleichbar mit anderen Autohäusern. Allein von der Aufmachung her ist es nicht das typische Autohaus, wie man es kennt. Es ist alles ein bisschen anders, alles ein bisschen netter, alles familiärer. Und das ist das Schöne, weil bei Lehmann ist einfach, ja, Faszination USA amerikanische Autos.